Um Gottes Willen, ich habe es mir gerade angeschaut. Das ist ja grausam. Das ist ja manchmal nur ein Bild alle 2 Sekunden oder sowas. Das geht gar nicht. Und das liegt eigentlich nur daran, dass die CPU jetzt die ganze Arbeit machen muss. Hier gibt es bei den Einstellungen von OBS, was ich hier benutze. Wie ist denn das? Audio? Nee, Stream? Allgemein? Stream? Ausgabe müsste es sein. Genau. Da habe ich jetzt mal genommen, umgestellt auf niedrige CPU-Auslastungsvoreinstellung, erhöht die Dateigröße. Wenn die Daten halt größer, dann muss man nicht so viel komprimieren. Vielleicht geht es damit besser. Muss ich mir noch mal anschauen. Es sieht besser zumindest aus auf dem Überprüfungsmonitor, oder wie man das nennen soll. Ich schau mal. Ja, sieht besser aus. Vielleicht wäre das was. Es ist halt ein bisschen größer. Ich kann es ja nochmal starten. Und hier den Bootenzauber. Ich habe zwar keine Chance, aber es macht nichts. Ist ja erstmal nur so zu testen. Na, du? Na, ich bin hinter dir. Und gleich wieder wegrennen. Aber der hüpft auch noch. Ganz schön agil dafür, dass du so groß bist. Autsch. I missed a spot. What? Nein, aber von oben fallen auch noch irgendwelche Trümmer runter. Na, das macht Spaß. Jetzt zermatsch mich doch. Ja, jetzt sehe ich nur gerade irgendwie nichts. Wo hänge ich jetzt wieder rum? Du könntest ja mal wieder Atomraketen schießen, ne? Jetzt vielleicht mit Noel einmal draufhauen. Also viel bringt das auch nicht an Schaden. Also mit dem Zielen ist schon mal besser. Das lag auch an der Grafikkarte dann. Dass die alte das einfach nicht gepackt hat. Jetzt hat man halbwegs eine Chance, da noch reinzutreffen. Ich glaube, ich bin gleich tot. Kann ich da eigentlich noch irgendwo hinschießen? Oh, ja. Immer wieder rein da in das Loch. Im Feuerfall. Ach, wie bringt das nicht? Guckt euch das an, wie wenig das bringt. Aber ich glaube, die Aufnahme ist jetzt besser. Ich bin tot. Tu mir nichts, dann tue ich dir auch nichts. Das ist der erste, ne? Und wenn ich den schaffe, dann kann ich ja schön und glücklich sein. Tja, was müssen wir da machen, außer sterben?
hier immer noch ein Kaya? Ach, Kaya ist auch tot. Nee. Kaya ist mal nicht tot. Ah, das hat ihm Rest gegeben. Ja! Aber so ein Mist ist nicht, weil jetzt kommen erstmal noch drei andere. Und die schießen auch noch gleich. Das Ding muss man auch noch beschützen. Diese Babysitter-Mission mag ich ja sowieso nicht. In keinem Spiel, wo man auf irgendwelche anderen Leute abgeben muss. Und hier muss ich halt auf dieses Ding da geben. Und die hauen dann natürlich auch auf. Und schießen sogar drauf. Und der Schatz ist noch bei 37%. Don't push your luck. Lass das Ding heilen. Ja, was haben wir denn noch alles? Gegen drei Leute kämpfen und da das Teil beschützen. Ja, gescheitert. Aber ich glaube, die Aufnahme ist jetzt besser. Und die CPU ist jetzt bei 95%. 91%. Ich guck's mir dann nochmal an. Und sollte es so sein, dass es wirklich so schlecht ist wie vorher. Entweder gebe ich die Grafikkarte dann zurück. Oder... Ja, ich kann mir eh keine bessere leisten. Die sind ja dermaßen teuer heutzutage. Wenn man so eine 1050 hier oder sowas, dann zahlt man irgendwie 350, 400 Euro. Dann würde ich eher sagen, ja, man wartet, bis die wieder unten sind, die Grafikkarten. Es gibt ja bei den neuen Minern jetzt, werden die Festplatten teurer, weil die Shia, irgendwie sowas jetzt meinen. Da braucht man dann nicht mehr CPU-Kraft, also Hashes ausrechnen, keine Mathe-Power, sondern Platz. Er schreibt dann ein riesiges File auf die Festplatte. Und nur mit einer riesigen Festplatte kann man beweisen, dass man so viel Geld ausgegeben hat, dass man da wieder... Ah, dieses ganze Bitcoin geht mir so auf den Keks. Das ist eine reine Energieverschwendung. In Deutschland lohnt sich das eh nicht, weil die Strompreise zu hoch sind. Aber in China und weiß ich nicht, in Indien und keine Ahnung, in Pakistan, da sind die günstig. Und da lohnt sich das. Gerade jetzt bei den hohen Bitcoin-Preisen. Aber eigentlich rechne ich nur Hashes aus. Völlig ohne Sinn und Verstand. Und ja. Verbrate damit Energie. Wenn es dann wenigstens irgendwie was Nützliches machen würden. Nach außerirdischem Leben suchen oder DNA entziffern oder was die Menschheit weiterbringt. Aber nein, die machen einfach nur Energieverbrennung. Ah, das Klima freut sich. Warte mal, da muss ich drauf schießen. Ach, ist auch schon tot. Alle sind so tot. Da muss ich mal irgendwie zu einem Teleporter. Ja. Jetzt werden die Festplatten auch noch teurer. Naja, vielleicht. Jetzt habe ich gehört, die neue Generation von Grafikkarten kriegt dann ein Bitcoin, also Mining-Schutz. Die kann man dann irgendwie zwar noch zum Minen benutzen. Aber die sind dann irgendwie nur noch langsamer. Damit die Leute auch mal wieder Grafikkarten kaufen können. Ich glaube, die Aufnahme ist eigentlich ganz gut. Ich werde sie mir gleich nochmal anschauen. Ach so, nee. Teleporter reicht ja nicht. Ich brauche so einen komischen Turm. Wie den da. Um mich zu heilen. Wang Su. Noch unbekannt. Das sind Sachen noch unbekannt. Da müsste ich vielleicht auch mal hin, wenn da noch unbekannt steht. Kann ja eigentlich nicht sein. Das ist ja das Schönste am Spiel, einfach die Natur genießen, sag ich mal. Naja, die virtuelle. Durch die
Gegend laufen, auf Berge klettern, entdecken und hin und wieder mal einen Kampf. Da jetzt irgendwie groß weiterkommen zu wollen, hier in Genshin Impact, das geht mir zu langsam. Boah. Da geht wahrscheinlich schneller, wenn man da hunderte von Euros investiert. Aber da ist mir doch das Geld viel zu schade. Das ist was für Leute, die genug davon haben. Speichern geht ja eh nicht. Ich mache hier mal Pause. Und gucken wir mal an, wie jetzt die Aufnahme ist. Also bis gleich.